an die Brassen! Horrido, ihr Landratten und Kielschweine, weiter geht's hier bei Herrscher der Meere auf der Jagd nach dem Piraten Henry Morgan und auf dem Weg, einen weiteren Hafen zu erobern. Ja. So, finanziell haben wir hier keine Probleme, das ist sehr schön. In Festum wurde eine Brick fertiggestellt, das ist auch sehr schön. Und dann schauen wir mal, ob der Pirat noch hier unten im Hafen ist. Nicht? Okay. Dann schicken wir hier wieder die Brick auf Suchfahrt los. Und die Piratenjäger sind hier auch schon unterwegs. Mal schauen, ob wir den Burschen jetzt kriegen. Und ihm, ja, uns für den Verlust unserer Brick rächen können. Lande endlich! Der Bursche steckt schon wieder im Hafen, wo ich ihn nicht angreifen kann. Das ist... Lande endlich! Ja, wunderbar. Jetzt habe ich hier meine Piratenjäger. Sie haben erreicht, Sir. Wir laufen ein. Und die können, ihr seht es hier, zwar den Hafen angreifen, aber nicht den Piraten. Das finde ich schade. Ja, lassen wir die Jungs trotzdem mal erstmal im Hafen einlaufen. Und schauen dann mal zu, wann Henry Morgan da versucht auszubüchsen. Und dann auf offener See werden wir ihn stellen. Wir sind eingelaufen. No? So, hier erstmal wieder die Mannschaften auf volle Stärke bringen. Und Proviant anschaffen. Der hat, die Stadt hat sogar eine Werft. Das ist natürlich interessant. Meine Missionsflotte ist hier noch außerhalb des Hafens unterwegs. Okay, die können wir noch ein bisschen mal herumfahren lassen. Das sieht soweit gut aus. Unsere Mission hier, halb kaputte Brick, die ist hier aber doch recht fix unterwegs. Ne? Erstmal zum Verproviantieren nach Schmidtburg und dann soll die ja Nahrung nach Port Större bringen. Ja, wenn sie dann hier unten ist, können sie natürlich auch gleich weiter einsetzen, hier unten als Piratenjäger. Ja, das war also diesen Henry Morgan wirklich einkesseln und ja, wie bei einer Treibjagd zu Tode hetzen, damit er uns nicht entkommen kann. Schluck vom Heißgetränk. Jawohl, weiter geht's hier. Achso, genau, die Flöte. Die hat ja den Monatswechsel hier abgewartet in Nebelauen und inzwischen sollten hier auch neue, weitere Waren im Lager sein. Sehr schön. Ja, damit haben wir den Dampfer hier auch fast vollgepackt. Achso, wir haben ja Kanonen und Dings an Bord genommen. Die werden wir mal abrüsten, damit wir hier wirklich alles an Waren komplett transportieren können. Mannschaft lassen wir mal ein bisschen verstärkt noch an Bord. Ja, so. Und so. Ja. Passt doch dann schon fast. Kriegen wir hier soweit ein bisschen noch runter, dass wir den letzten noch mitnehmen können. Ja. Ja, 30 Leute, 19 Wochen Proviant. Damit sollten wir es nach Hause schaffen, nach Festum. Ja, ja, ich kann zwar hier Flotten den Auftrag erteilen zu handeln, aber dann sind die halt selbstständig unterwegs, von der Computerintelligenz gesteuert und fahren also quer durch die Welt und handeln da und nicht unbedingt so, wie ich das gerne möchte. Deswegen müssen wir hier dieses Hin- und Herfahren, den Handel leider komplett selber in die Hand nehmen, finde ich aber auch ganz interessant. Oder liegt mir eher, weil ich doch gerne alles möglichst selber unter Kontrolle habe. Auch wenn dann halt so viel Routine-Sachen dabei sind. Ja. Zielpunkt erreicht, Sir. Was sind Ihre Befehle? Ja, findet und vernichtet die Piraten. Treibt sie aus dem Hafen raus. Ja. Das ist euer Befehl. Und wenn ihr schon mal hier seid, schaut doch mal vielleicht hier noch nach, dass wir vielleicht endlich auch den Hafen... Zielhafen erreicht, Sir. Wir laufen ein.
Wehrheim oder Westheim finden. Ich krieg's nie auf die Reihe, bis wir den Hafen dann hoffentlich tatsächlich gefunden haben. Aber jetzt geht's wieder los. Klarschiff zum Gefecht. Wir werden uns hier den Hafen Mendena unter den Nagel reißen. Ja, altbewährte Taktik, das Vorausbaustufe 7, also recht schwach doch ausgerüstet, aber die haben 500 Kugeln, die sie dann erstmal verballern müssen. Ja, wir wollen mal sehen, hups, die Fregatte wollen wir hier erstmal außer Reichweite bringen und den erstmal mit einer Brick hier provozieren, damit er also seine Kugeln verschießt. Jawohl, fangen wir also schon an. Und ich denke mal, wir werden hier immer schön fleißig auf- und absegeln. Und die Distanz vielleicht noch ein bisschen vergrößern. Die Spielgeschwindigkeit, ups. Ja. Da war ich zu langsam. Haben wir hier zwei Salven abbekommen. Soll aber soweit nichts machen, solange der Dampfer noch in Bewegung ist. Ein bisschen Opfer müssen wir halt einkalkulieren. Ja. Wir können es ja vielleicht tatsächlich mal versuchen, die Fregatte das vorangreifen zu lassen. Da muss aber die Brig wirklich nahe hier dran sein. Damit sie... Oh ja, und dann nimmt er schon die Fregatte unter Feuer. Das ist gar nicht beabsichtigt. Ja, du sollst hier schön auf die Brig feuern. Während die Fregatte dich unter Feuer nimmt. Und da muss die Brig natürlich richtig nahe hier unter dem feindlichen Feuer entlangfahren. Und der hat schon wieder das Ziel gewechselt. Also die Fregatte kommt da leider nicht nahe genug ran. Du sollst da oben hin und dich erstmal verpissen. Ah, okay. Oh, da haben wir aber hier schon natürlich Verluste eingesteckt, ganz klar. Aber dafür sind sie halt da. Und jetzt hat er seinen Pulver verschossen. Jetzt ist er dran. Jetzt kriegt das. Haha. Ja. Ist natürlich blöd, dass die Fregatte hier so viel abgekriegt hat. Wie sieht's da aus? Ja, okay. Hm. Ja, hier noch die Flammen. Sieht schlimmer aus, als es ist, aber... Hm. Ja. Mal sehen, dass die den Jungs hier jetzt einheizen. Und das vorher hier zusammenschießen. Mit den verbleibenden Schiffen hier. Deswegen baue ich halt gerne so viele Briggs, weil die bei solchen Missionen halt gerne draufgehen. Ich hätte natürlich hier auf Nummer sicher gehen können, mit einer Brig hier immer auf und ab paradieren können. In sicherer Reichweite oder ja, in sicherer Entfernung vom Vor, dass der mich also nicht trifft. Und dann wirklich warten können, bis er da alles verschossen hat und dann eben mit allen Schiffen drauf. Aber ist ein bisschen unfair, ne? Deswegen werden wir hier mit den Verlusten einfach mal leben und du beteiligst dich bitte auch noch. Ja. Ja, damit das hier mal zu Rande kommt. Oh, na, die sehen ja schon ziemlich zusammengeschossen aus. Wenn wir mal die Spielgeschwindigkeit noch ein bisschen. Ja, hier im Turm weg. Anderer Turm angeknallt. Die Hütte hier schon weggeballert, die Mauern weggeschossen. Also, lange werden die Jungs nicht mehr durchhalten, wollte ich gerade sagen. Und dann schauen wir mal, wie schlimm wir diese Festung zusammengeschossen haben, wie hoch da die Reparaturkosten sind. Ja, na, zwei Briggs haben wir verloren. Unsere Fregatte hat was abgekriegt, unsere Brig hat was abgekriegt, auch die Korvette hier, leichte Schäden an der Takelage wahrscheinlich, aber noch schwimmen die Schiffe, von daher, ja, laufen wir jetzt ein
in den Hafen. Wir sind eingelaufen, Sir. Ja, sehr schön. Und dann, ja, werden wir hier erstmal durchgehen. Oh, die Fregatte hat ganz schön Muni verballert. Dann werden wir ein bisschen wieder auffüllen. Oh, 150 Kugeln sollten die Jungs an Bord haben, damit es auch für einige Breitseiten reicht. Mannschaft wieder voll ausgerüstet. Besatzung, Verpflegung. Genau dasselbe hier bei der Brig. Ja. Zack und zack. Und auch die Korvette. Oh, die hat all ihre Kugeln verschossen. Da legen wir mal kräftig nach. Die Jungs waren dann wirklich fleißig. So. Ja. Ja, Werft ist mir erstmal ein bisschen teuer. Und die Festung müssen wir uns natürlich erstmal kümmern. Obwohl diese Flotte, meine Kampfgruppe, erstmal natürlich hier am Hafen liegen bleiben wird, um den gegebenenfalls zu verteidigen, weil ja die Festung hier noch ziemlich marode ist. Reparatur kostet dann 120.000. Die müssen wir natürlich auch erstmal erwirtschaften. Ja, und wie sieht's hier aus? Soweit ganz gut. Produktionsplätze haben wir hier auch noch frei. Zack, machen wir noch einen für Elfenbein. Und ja, die neutralen Produktionsstätten reißen wir einfach mal ab. Dann wird nämlich auch für uns der Baugrund hier billiger. So, haben wir da hier ein bisschen was. Da können wir hier vielleicht noch ein, zwei Kaffeeplantagen machen. Wenn wir dann mal einen Handelspartner finden, der Kaffee braucht, dass wir da auch gut Gewinn einfahren. Ansonsten müssen wir uns hier auf die Elfenbeinproduktion konzentrieren. Ja, ja, soweit, so gut. Kurz und knackig. Mendena erobert, wenn auch mit Verlusten. Tragbaren Verlusten allerdings. Ne? So, in Festung wurde ja eine Brig fertiggestellt. Die werden wir hier natürlich gleich ausrüsten und als Verstärkung wieder zur Kampfflotte schicken, zu unserer Kampfgruppe. Zack. Ja, die können gleich sich hier auf den Weg machen. Zack. Und zack, den Hafen Mendena können wir natürlich gleich öffnen. Andere Handelspartner sind uns natürlich willkommen, wenn sie denn ihr Geld da lassen. Ja. Wie sieht's aus hier in Nebelauen? Auch geöffnet, jawohl. Und in Järgern. Järgern. Na. Okay, kurz später an. Aber schauen wir nochmal nach, ob der Pirat, der verkriecht sich hier immer noch im Hafen. Deswegen kann die Korvette hier auch noch erkunden. Ja, soweit, so gut. Wir haben Mendena erobert. Und dann müssen wir zusehen, dass wir noch ein bisschen Geld wieder machen, dass wir dann Mendena auch richtig ausbauen können. Fleute ist hier auf dem Weg, die Mission ist auf dem Weg, die Gewürze sind unterwegs. Und ja, Henry Morgan verkriecht sich hier immer noch im Hafen. Der scheint richtig Schiss vor uns zu haben. Ist schon mal ein Erfolg, wenn wir dem Burschen Angst einjagen. Lassen wir es weiterlaufen. Zielhafen erreicht, Sir. Wir laufen ein. Ja, sehr schön. Das ist doch genau der richtige Moment, dass ihr hier mit dem Elfenbein einlauft. Und da sehe ich auch schon eine weitere Brig, die wir ausstatten können, um die Kampfgruppe dann auch wieder weiter zu verstärken. Beziehungsweise machen wir erstmal die Handelsflotte fertig. So. Diese Brig werden wir uns gleich kaufen, zur Flotte hinzufügen. Die macht nämlich da den Begleitschutz für den Fall der Fälle. Ja, voll ausgestattet, voll verproviantiert, kann also auch von der Reisedauer 14 Wochen mithalten. Ja, und damit ich sie erkenne im Gefecht, nenne ich sie auch einfach Eskorte. Ja, denn die Schiffstypen ein bisschen zu unterscheiden im Gefecht ist ein bisschen schwierig. Habt ihr vielleicht gesehen. Aber wenn ich die so benenne, am Namen, der wird nämlich auch angezeigt, dann macht das Ganze das etwas leichter. Und wir haben hier natürlich gleich kräftig Kohle gemacht. Entschuldigung.
Das heißt, wir schicken hier erstmal die Handelsflotte wieder auf den Rückweg nach Festum und in Mendena. Können wir uns gleich daran machen, die Festung zu reparieren. Na, zack, 120.000 hier einfach mal weg. 4 Monate werden die Reparaturarbeiten dauern. Damit sind wir dann in dieser Folge auch schon wieder am Ende angelangt. Ich werde einfach mal speichern, ja, dass er das auch mal zwischendurch mitkriegt. No. Hab inzwischen zweiten Spielstand sicherheitshalber gemacht, dass wir notfalls auf den ersten zurück können. So, gespeichert. Und Spiel fortsetzen. Denn ihr seid hoffentlich wieder dabei, wenn es beim nächsten Mal heißt... Lass mich nicht im Stich! Zielpunkt erreicht, Sir. Was sind Ihre Befehle? Genau. Bis dann.